So, meine lieben Freunde, wir machen heute den Claire Speedrun B mit Raketenwerfer. Solange wir ein S kriegen, stört das nicht. S Plus kriegt ihr nur, wenn wir den unendlich Raketenwerfer nicht benutzen. Oder irgendeine unendlich Waffe, okay? Wird nochmal kommen. So ein Speedrun auch nochmal. Aber da bin ich noch am Feilen. Ja, das bedeutet, ich muss echt gucken und schauen und überlegen, wo hebe ich welches Item auf, wo mache ich am besten, also welches Item lasse ich aus, welches Item nehme ich, wie gehe ich den Weg, also welchen Path benutze ich, ne, welchen Weg benutze ich, weil man muss ja zur Waffenkarte, die oben im Raum ist, wo der Typ mit dem Edelstein sitzt, das mit dem Edelstein kann man eigentlich komplett ignorieren, das braucht man nicht, und dann kommt auch irgendwann jetzt nochmal ein Video, wo ich Claire B, Claire A, Leon A und Leon B zeige, also diese ganzen Rätsellösungen, weil die verändern sich für jeden Run immer wieder. Und ich habe bei YouTube das noch nicht gesehen, dass jemand sowas gemacht hat. Und dann denke ich mir, mache ich das. Jetzt gehen wir aber zum Speedrun über. Nicht wundern. Manche Schlüssel findet man nicht mit dem oder dem Charakter. Ja, mit Leon findet man zum Beispiel irgendeinen Schlüssel, den Kreuzschlüssel. Und mit Claire nicht. Deswegen muss man da mal andere Wege gehen, aber schaffen wir schon. Veteran? Nee, eigentlich Standard, ne, oder? Hatten wir immer Standard gemacht? Ich glaube, wir hatten immer Standard. Hatte ich ja auch bei... Nee, B, oder? Ja, B, okay, der zweite Durchgang ist ja B. Let's do this. Hardcore ist eigentlich genau das gleiche wie der andere Modus, außer dass man da halt... Na, wie heißt's? Außer, dass man da halt einfach irgendwas anderes... Leon, passt sicher vor mich. Ja, mit dem Speichern halt. Und die Gegner sind ein bisschen stärker, aber das war's dann auch schon. Mir wurde auch ein guter Tipp gegeben. Ich hoffe, ich vergesse den nicht. Problem hier ist, wenn man hier am Anfang läuft, diese Zombies, die hier liegen... Einen von denen muss man leider anschießen und da entscheidet denn das, der Random-Faktor entscheidet da. Das ist bei der alten hier. Ja, und beim dritten Schuss baumelt sie nach hinten. Das ist dann natürlich Glück im Unglück. Falls ihr fragt, warum ich das jetzt gerade gemacht habe, wenn ihr zielt... Dann geht ihr zum Beispiel schneller. Und das ist eigentlich ganz gut. Da geht ihr schneller die Treppe hoch. Ich erkläre mal ungefähr, was ich mache. Ja. Hier ist eigentlich wieder das gleiche. Der Run ist eigentlich komplett gleich wie Leon im Polizeirevier. Wir müssen erstmal hier rein. Hier hinten müssen wir dann die Sicherung holen, damit wir vorne durch die Tür können. Müssen dann durch das Polizeirevier. Bim, bim, bim. Es gibt auch Minimalist als Herausforderung. Da dürft ihr... da dürft ihr den Dings nicht zu oft öffnen, also so eine Kiste. Mir wurde auch gesagt, ich soll nicht alle Zombies wegballern. Problem ist aber, dass das Spiel so einen Random-Faktor hat. Und meistens ist es so, dass die Viecher einen halt komplett immer wieder erwischen. Und das nervt dann irgendwie ein bisschen. Jetzt zum Beispiel seht ihr, steht der Zombie hier drinne. Und ist nicht draußen. Das war letztes Mal nicht so zum Beispiel. Da war er schon draußen. Und das ist halt so dieses, was man nicht, man kann solche Situationen einfach nicht kalkulieren. Das geht nicht. Das funktioniert halt einfach nicht. So, wichtig ist hier, Tasche mitnehmen. Und einmal das, weil es kann ja immer mal passieren, dass man irgendwie erwischt wird. Marvin chillt da hinten. Marvin ist ein guter.
Bei dem Licker ist genau das gleiche random Ding. Seht ihr? Das ist immer genau der gleiche Random-Faktor, da der Licker sehr schnell ist und man kann ihm nicht weglaufen. Ihr könnt das probieren, solange ihr wollt. Ihr könnt dem nicht wegrennen. Das funktioniert nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Der ist einfach so gemacht, dass der schneller ist als man selber. So, das war hier nämlich das letzte. Hier in das Polizeirevier hinten rechts müssen wir jetzt nicht mehr rein. Weil wir ja die eine Kiste mitgenommen haben, damit wir mehr Items tragen können. Zum Beispiel bei Dings ist es nicht da. Bei dem guten alten Leon. So, dann hier rein. Dann brauchen wir nicht nach oben. Dann erstmal ins Stars Büro. Und im Stars Büro brauchen wir halt den Zünder. Dann können wir oben schon aufmachen, können das Einhornmedaillon schon holen. Und ab hier triggern wir auch den Mr. X Motherfucker. Der kommt hier. So, das Ding ist, es ist eigentlich alles das gleiche. Es ist mit Leon bis jetzt alles der gleiche Käse. Es ändert sich nur was bei der Geschichte, weil wir Sherry dabei haben. Und das ist halt so der Run, den will ich halt nochmal üben. Und schauen, was kann man da mitnehmen. Und was lässt man einfach liegen. Das ist halt das, was ich wissen muss und will. Er ist uns auf den Fersen, der alte Perverse. So, die Codes bleiben bei Leon und Claire gleich. Wichtig zu wissen. Die bleiben im ersten Szenario, also im B-Szenario bleiben die gleich. Das Einzige, was sich bei Claire und Leon tatsächlich unterscheidet, das sind die Schaltkästen. Das ist das Einzige, was sich unterscheidet bei den Leuten. Hier ist immer wichtig, erst kommt der Steinbock. Na, wo ist der Steinbock? Der Steinbock, dann kommt die Harfe und dann kommt der Vogel. Und dann habt ihr das Rätsels Lösung schon mal. Okay. Bleib zurück! Oh, Mr. Perversiboy musste ich jetzt hier leider anschießen, weil das Spiel sich einfach gedacht hat, jupp, okay, jetzt kommt er hier durch die Tür. Das war, manchmal ist es nicht so, manchmal ist es so. So. Auch hier Einhorn. Ganz einfach, erstmal kommen die kleinen Kinder hier, dann kommt hier einmal die Waage und hier vorne kommt einmal die kleine Schlange und dann haben wir das auch schon wieder gelöst. Ja, dann geht's schon ab in die Main Hall und dann sind wir schon raus aus dem Dilemma. Hier ist das Buch für die Figur, was wir nicht mitnehmen brauchen. Ja, das kann man ignorieren, gekonnt. Brauchen wir nicht. Da vorne ist einmal die Holde Maid, da müssen wir später nochmal längs, deswegen kann man das hier auch gleich mit kombinieren mit dem Schuss. So. Oh, und da habe ich einen Fehler gemacht. Seht ihr, das ist immer das mit dem Sprechen. Das hätte ich jetzt normalerweise nicht vergessen. Löwe, ganz wichtig. Er kriegt immer eine schöne Krone. Dann kommt die Feuerstelle. Und nach der Feuerstelle kommt nochmal der Vogel. Und dann haben wir hier auch die Medaille. Und dann sind wir raus. Jetzt müssen wir nur gleich mal gucken. Jetzt kriegen wir gleich die Wahrheit ins Gesicht geballert. So. Eins. 2. Ach, Mama. 3. So, wenn wir jetzt hier vorne stehen, Escape. 7 Minuten 23, perfekt. Also 7 Minuten ist ungefähr das Maß aller Dinge, was man hier machen muss, um hier durchzukommen. Okay, 7 Minuten fürs Polizeirevier. Jetzt ohne Sachen aufzuheben, ist gut. Sehr gut sogar. Man kann es noch schneller machen. Hätte ich jetzt diesen Run eben nicht verkackt, hätte man das echt noch schneller machen können. Aber ich habe es verkackt. Von daher habe ich da ein paar Sekunden verloren. Das meine ich nämlich.
Es ist immer sehr schwer, dabei zu sprechen und dann auch noch diesen Speedrun durchzuziehen, weil man sich viel merken muss. Ich weiß es halt schon, aber es ist immer mal wieder so eine kleine Blockade drin, weil man ja auch normal sprechen will, ne? Dreimal anschießen. Dann triggert das. Dann lässt uns Sherry hier die Treppe runter. Und dann sind wir schon weiter. Und sobald kommt das dann. Wir müssen einmal durch die Kanalisation. Und danach kommt dann das Richtige. Also der Unterschied zwischen Leon und Claire. Da konnte ich jetzt eben meinen Trick nicht machen, damit ich schneller die Treppe runtergehe. Sherry hat jetzt ihren... Die Klamotten, die Sherry jetzt anhat, das sind die aus... Das sind die Klamotten aus Resident Evil 2, aus dem alten Teil. Sie dreht sich gleich mit um. Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. So, und die Stecker, die man kriegt in der Kanalisation, sind auch gleich. Im A-Szenario ist da vorne im Schrank eine Tasche drin. Können wir leider nicht nehmen. Weil da keine drin ist. Doch bei normal schon, aber bei Hardcore... So, es ist zu. Jetzt ist wichtig, hier sind jetzt zwei Türen offen. In die müssen wir später rein, in die als erstes. Hier ist es jetzt einfacher mit Claire. Hier kommen Licker. Zum Beispiel. Da vorne ist schon einer. Und hier kommen insgesamt zwei Stück. RNG-mäßig wieder... Ja, ich habe ihn erwischt. Gut. Der muss um die Ecke erwischt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Run schon halb RIP. So. Einmal hier gegen die Wand schießen, weil wir den hier drinnen mit damagen und töten. Weil der sieht doch schon ordentlich ab. Er bewegt sich natürlich, wenn wir es rausziehen, aber er ist eigentlich tot. So. Mit dem Schlüssel kommen wir nämlich in diesen einen Bereich, wo wir... vom Police Officer, die den Fahrstuhl hochfahren und dann kommen wir in sein Büro. Jetzt hier nochmal wichtig zu wissen, hier vorne hängt jetzt nochmal ein Licker an der Decke. Der kann einen auch übelst krass auf den falschen Fuß erwischen, wenn man da nicht aufpasst. Ist schon ein bisschen eklig. Der kann einen halt... Weil der springt auch durch dieses, dass er an der Decke hängt, mit einer Animation direkt auf einen drauf. Und ja, tut weh. So, wir müssen hier nämlich hin, weil der Typ von hier kam. Und hier müssen wir halt ausschließen, um dann hier die Tür zu öffnen, um dann in sein Büro zu kommen. Und dann finden wir halt in seinem Büro diese Karte, die wir hier unten brauchen, die Schlüsselkarte. Ich versuche das immer schon alles zu erklären, warum ich das so mache, ja? Damit ihr auch selber versteht, wenn ihr das schaut, den Run und das vielleicht nachmachen wollt, wieso ich das so mache. Das kann man auch gut mit einem Run verbinden, wo man Sachen zum Beispiel aufhebt. Ne? Also, so jetzt kommen wir in das Büro von hinten nämlich durch. Hier ist die Tür offen. Hier halten wir uns dann erstmal rechts. Gehen hier durch. Und hier hinten ist dann der Schaltkasten. Hier kann man jetzt so eine Animation triggern, die wir nicht machen wollen, indem wir auf diese Karte gucken. Wir brauchen nämlich nur den Schlüssel. So. Der ist wichtig. Und den kriegen wir, indem wir hier untersuchen. Leertaste hämmern. So, und ich könnte das auch alles schneller machen mit den... mit diesen ganzen Triggern und Hämmern und so, aber... ich weiß nicht. So perfekt ist das noch nicht, ne? So, hier können wir jetzt nämlich aufmachen. Und dann können wir nämlich durch das Büro gehen. Und in der Zeit muss Leon hier mit der Kurbel diese Türen öffnen. Also sucht nicht danach. Ihr werdet die Kurbel nicht finden, weil es die nicht gibt bei Claire. Wichtig ist hier, hier kann man sich so eine kleine Sparsamkeit verschaffen. Wir müssen nämlich hier längs. Hier vorne steht ein Zombie. Und da vorne ist noch einer. Hier nehmen wir dann das Zahnrad mit. Oh, das hasse ich immer. Wie man da an der Ecke festhängt. Das Zahnrad nehmen wir hier mit. Dann können wir nämlich hier rein. Das ist nämlich bei Leon anders. Ja, bei Leon findet man das unten, den ersten Schaltkreis. Und wir finden den hier oben. So. Und hier müssen wir nur noch einmal durchlaufen.
Das war's dann auch. So, und dann gehen wir hier gegenüber rein. Hier können wir wieder runter und das Feuer umstellen. Und dann kommt Mr. X. Da müssen wir nach unten rechts auf die, also links, wenn wir auf die Karte gucken, Polizeirevier auf die andere Seite. Und dort gibt es einen Raum, den wir mit dem Herzschlüssel öffnen. Und dafür brauchen wir auch den Peak-Schlüssel nochmal. Da gehen wir nämlich... Da gehen wir nämlich durch das Büro durch. So, seht ihr das? Und das Problem ist, ich könnte sie stehen lassen, aber durch dieses... Manchmal ist sie halt schneller, manchmal ist sie langsamer. Weiß man halt nicht, ne? Wie soll ich es am besten machen? Und es gibt Zombies, die kannst du einfach ignorieren. Es gibt aber auch Zombies, die musst du einfach töten, weil die einen tierisch sonst auf den Sack gehen. So, hier kommt jetzt Mr. X, der Boy. Der gute Boy. Warum bleibt er nicht liegen? Wenn er mit der Animation fertig ist und geht... Dann kann man ihn einmal anschießen und dann geht er in die Knie. Das mag er ja am meisten, in die Knie zu gehen. Wir laufen jetzt hier rum. Wir nehmen jetzt den Weg, weil der für mich angenehmer ist. Wir müssen nur hier aufschließen, einmal mit dem Peak-Schlüssel. Dann können wir den auch, glaube ich, schon fast wegschmeißen. Wir laufen jetzt einfach von hier rechts rum. Seht ihr? Und hier müssen wir halt rum. Und hier ist diese alte Bitch. Und da würden wir dann halt eine draufkriegen. So, und jetzt müssen wir ja zu dieser Herztür. Problem ist hier auch wieder der Licker. Gleich. Und jetzt stellt euch mal vor, der Raum wäre, weil ich die Zombies nicht getötet habe, noch mit Lickern voll. Ne? Das ist halt dieses RNG-Ding. Was man sich leider nicht aussuchen kann. So, und dann müssen wir nämlich hier rum... Weil wir mit Leon von der anderen Seite müssen wir ran. Und hier ist halt der Heber. So. Das ist Mr. X, habt ihr gesehen? Das ist das mit diesem, was ich meine. Man kann das mit diesem Random-Ding einfach nicht entscheiden. Wir könnten jetzt auch die andere Seite nehmen. Wir gehen jetzt aber hier rum, weil er uns verfolgt. Aber das ist das, was ich meinte. Ich glaube, hätten wir, wenn wir den anderen Weg durchs Revier wieder gegangen, hätten wir sogar den Licker, der hier oben normalerweise gleich kommt, avoiden können, weil wir hier oben nicht mehr durch müssten. Kostet wieder ein bisschen Zeit. Aber nicht ganz so schlimm, weil wir schießen und nicht diese Bewegung haben. So, hier gleich die Treppe runter. Und dann, hier habe ich ja schon mal erzählt, gibt es so einen Trick, ja, wenn ihr diese Dinger hier schiebt... So, wenn ihr die Dinger schiebt. Und hier habe ich einen Tipp gekriegt. Das merke ich mir jetzt auch. Das ist ganz cool irgendwie, der Trick. So, zeige ich euch mal. Schiebt mal rüber den Scheiß. Könnt ihr nämlich einfach so rüberschieben. Und dann hoch da. Der müsste hier gleich durchkommen, der kleine Perverse. Da vorne ist er. Hier vorne aufpassen, wenn ihr hier rechts durchgeht. Vorne links an der Ecke steht ein Zombie. Zwei Stück insgesamt. Hier steht einer. So, und hier ist es halt so. Wurde mir nämlich gesagt, das wusste ich nicht. Ich habe immer gedacht, das geht wieder runter. Man kann hier das Zahnrad reinsetzen. Und dann das Zahnrad gleich wieder rausnehmen. Problem ist, ihr braucht Platz. So, ich habe immer gedacht, das geht wieder hoch. So, hier passt das natürlich nicht rein. Wir können das aber gleich rausnehmen. So sparen wir uns diesen Gang. Okay? Das heißt, wir nehmen hier den kleinen raus und setzen den großen wieder rein. So, und dann schlägt es nämlich 13. So, und dann wieder runter. Aber so sparen wir uns diesen Dreifachgang. So gehen wir hier nur einmal längs. Danke an der Stelle nochmal an denjenigen, der das Kommentar verfasst hat. So. Und dann sind wir nämlich gleich hier unten. So, dann können wir nämlich hier... Hat geklappt, ja, genau. Hier längs. Und jetzt müssen wir einfach hier geradeaus durch und hoffen, dass er noch nicht hier ist. Weil eigentlich müsste er hier sein. Dann nach hinten durch. Da öffnen wir die Tür. Und dann gehen wir durch die eine Tür, wo diese zwei Zombies waren, die wir in diesem Raum getötet haben. Die man leider nicht irgendwie ignorieren kann. So.
Und dann können wir nämlich hier wieder durch. Jetzt kommen wir diesen Weg oben wieder längs, wo wir auch dieses Wasser angemacht haben, damit der Heli nicht mehr brennt. Jetzt können wir hier runter. Einfach nur zum Polizeischief hin. So, und dann hier vorne rein. Hier die Teile einsetzen, dann kriegen wir die Schlüsselkarte. Vorher müssen wir noch den Modus mit Sherry machen. Hier einmal untersuchen. So, und dann müssen wir mal schauen, dass wir den Claire schnell durchkriegen. Also wir müssen das hier in 8 Zügen beenden. Das heißt, der muss so stehen. Das T-Ding muss nach oben stehen. Der Pfeil muss nach unten. Das muss so stehen, so stehen. Der muss so, so. Nein! Und so. Gut, doch. Der eine war zu viel. Ich glaube, dadurch habe ich auch diesen Erfolg verkackt, der in-game ist. Jetzt kommt dieser Modus mit Cherry, wo man echt aufpassen muss, dass man hier von dem Kleinen nicht erwischt wird. Das Problem ist, ich habe immer das Problem mit dem Puzzle. Ich habe die Lösung schon mal auswendig gekonnt. Hier gibt es auch einen Erfolg mit 60 Sekunden über Steam. Hier kann man den so lassen. Hier war das, glaube ich, so, dass der hier hin muss. Ja, das weiß ich nämlich nicht mehr ganz genau. Der war hier. Der war... Da verliere ich halt immer viel Zeit, weil ich das Rätsel einfach nicht auswendig kenne. Das schaffe ich einfach noch nicht. Das ist halt wieder jetzt Kacke. Und dadurch verliere ich halt ultra viel Zeit. Man muss eigentlich nicht viel wechseln. Es ist eigentlich ziemlich schnell. Nur, wie gesagt, da verliere ich halt die Zeit immer. Weil ich das einfach nicht kann. Das kann ich mir noch nicht merken. Jetzt gibt es nur wieder hierfür keine Lösung. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Immer wieder. Ich hasse dieses Rätsel. Weil das ist auch manchmal random. Keine Ahnung. Und da geht mir jetzt halt übelst die Zeit flöten, ne? Das sind jetzt halt 2-3 Minuten, die ich verliere, weil ich jetzt versuche, dieses scheiß Rätsel hier zu lösen. Und krieg's nicht hin, ne? Das ist halt das große Problem hier. Na, ich habe keine Ahnung. Und jetzt können wir den Run eigentlich schon wieder vergessen. Komplett einfach. Weil hier nichts passt. Ja, hier passt einfach nichts. Ich hab keine Ahnung. Das ändert sich auch immer wieder. Das ist so random, das Ding. Ich hab keine Ahnung. Ja, es ist schon keine Ahnung. Keine Ahnung mehr. Ich hab das einmal in 60 Sekunden geschafft. Normalerweise müsste man nur den mit dem getauscht haben. Aber irgendwie klappt das jetzt wieder nicht. Ja. Ah, Digga, ich hasse das. Das ist das, was ich so hasse an diesem Run. Ja, hier verlieren wir so viel Zeit. Kann man komplett vergessen. Ich habe null Ahnung. Ah, der Run ist schon wieder so im Arsch, Leute. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mir einfach... Ich kann mir das einfach nicht merken.
Weil das ist immer wieder, das ist absolut random einfach hier das Ding. Manchmal ist der komplett anders gewürfelt, als er vorher eigentlich war. Und dann passt er wieder nicht. Aber die letzten Male passte er dann so. Und das ist immer das große Problem bei dem Scheiß hier. So, man denkt jetzt, das passt. Jetzt passt die beiden aber wieder nicht. Und der Stein hat das nicht. Der hat auch kein Dreieck und Dings. Oh, der. Und das ist halt... Da verliere ich halt Unmengen an Zeit. Ich glaube, wir waren jetzt hier 2 Minuten. Naja, ist egal. Das ist immer das, was ich... Kann man einfach nicht auswendig lernen, weil irgendwie ist die Kombination immer wieder anders. Das ist das Problem. Das regt mich richtig auf. Weil das ist echt schwierig. Also es gibt eine Kombination, die ich kenne, aber die ist nur fürs A-Szenario. Und das fürs B kenne ich nicht. Fürs A setzt man den Stein ein, dann nimmt man den ganz rechts aus der Seite und packt den auf den vorletzten Platz auf die linke Seite. Und dann dreht man 2 Steine, wechselt den rechts den vorletzten gegen den letzten aus und dann hat man das Rätsel gelöst. Und das kann man hier halt nicht. Und deswegen sage ich, gibt einfach keine perfekten Runs über wegen das. Das muss man auswendig lernen. Die Kombination muss man auswendig kennen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das versucht habe, an der Stelle auch das Spiel immer neu geladen habe, weil ich unbedingt das Rätsel da lösen wollte. Oh nein. War echt schlimm. Oh, hier kann man hinlaufen. Wir müssen dieses Event triggern, dass der Digger uns verfolgt. Das wirst du noch bereuen, verdammt! Geh weg! Jetzt ärgern wir ihn ein bisschen in Decken. Ein bisschen teabaggen. Ah, du siehst das, ne? Das ärgert dich, Digga, ne? Dummes Miststück, das ist eine Sackgasse! Ist auch dumm. Muss mich verstecken. So. Und hier ist immer der gleiche Weg. Hier verstecken. Da kommt Schweinchen Dick. Der schließt dann ab, geht diesen Weg hier rum. Ihr dürft euch nur nicht sehen lassen. Ihr dürft euch nicht, ihr dürft nicht aufstehen. Aber. Die Tür ist zu! Ja, die Tür ist zu! Und dann wirft er die Dinger hier um. Wo bist du? Und dann kommt er hier rum. Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. So. Und dann schiebt er hier das Bett weg, guckt aber hier nochmal zurück. Und wenn er das Bett wegschiebt, müsst ihr trotzdem noch hier bleiben, weil er geht dann den Weg zurück hier vorne hin, stößt sich hier an der Kante und in dem Moment können wir dann da unter diesen Tisch kriechen. Und dann heißt es warten. Oh Gott, oh Gott. Also nicht aufstehen, nicht laufen. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Jetzt stößt er sich. Und dann fängt hier vorne gleich sein Gesicht an zu brennen und dann muss er wieder auf Klo und dann können wir den Schlüssel nehmen. Solange müssen wir jetzt hier erstmal warten. Und schade, ja, wir haben viel Zeit verloren bei dem einen Würfelding da. Ich glaube 2 Minuten mindestens. Sehr ärgerlich. Scheißdreck. Nicht mehr. Aber Claire geht eigentlich Chance, geht trotzdem leichter zu spielen als Leon mit diesem B-Speedrun hier. Weil Leon hat ein paar mehr Wege, die er gehen muss, die etwas länger sind. Jetzt kommt gleich die Animation. So, und dann können wir raus und auch laufen, ganz normal, und auch den Schlüssel nehmen. Jetzt dreht er sich um und merkt das und hetzt uns halt durch diesen Weg. Wir können den vorderen Ausgang nicht nehmen. Der ist verschlossen. Auch wenn wir ihn mit dem Schlüssel, den wir hier haben, öffnen, kann man da nicht durch. Das bedeutet, wir würden viel, viel Zeit verlieren, wenn wir hier
wenn wir hier versuchen rauszukommen. Schneller. Deswegen hier unten ins Büro. Weil hier kommt jetzt, trigger ich jetzt so eine Animation, dass er die Tür kaputt schlägt. Und wenn wir dann durch die letzte Tür sind... Und wenn wir dann durch die letzte Tür sind, dann haben wir... Haben wir es eh geschafft. Dann ist das vorbei. Hier müssen wir nur durchlaufen. Und dann geht's wieder zu Claire. Und dann telefonieren wir mit ihm, ne? 30 Minuten früher halt. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Haben wir mit ihm telefoniert. So, jetzt wichtig. Jetzt haben wir die, jetzt haben wir diese Karte. Das heißt, wir müssen jetzt wieder durch sein Büro hinten runter und dann in den Flur. Hier ist wichtig, kann ich euch gleich nochmal erklären. Hier kommt der Mr. X gleich, wenn wir die Tür öffnen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht mit unendlich Munition spielt und ihr möchtet an dem keine Munition verschwenden, zeige ich euch, wie das geht unten, bis die Tür offen ist. Da gibt es so einen kleinen Laufweg, den man machen kann, der eigentlich ziemlich entspannt ist. Solange wir natürlich wieder das RNG auf unserer Seite haben. Man kennt es ja nicht anders. So, Mr. T kommt immer von der linken Seite beim... Da. Von der linken Seite. Das heißt, ihr könnt jetzt hier rumlaufen mit ihm. Dann ist die Tür so weit offen, dass ihr einfach nur durchlaufen könnt. Und er kann euch ruhig verfolgen. Er kriegt euch nicht. In der Phase hier kriegt er euch nicht. Er läuft zwar hinterher, aber er wird euch nicht bekommen. Na, so könnt ihr Munition sparen. So, und ihr geht nicht hinten durch diesen Weg da vorne, sondern ihr müsst hier längs. Das bedeutet, hier kann man einmal schießen, dann sterben die Zombies, der Zaun geht auf. Man kann den auch einmal mit einer Pistole anschießen. RNG-mäßig sag ich aber links. Der Zombie kann sein, dass der euch grabbt und dann habt ihr wieder X noch am Hals und dann haut ihr euch vielleicht auch eine Schelle. Man weiß halt nie, ne? Dieser Random-Faktor ist halt zu hoch in dem Game und es gibt zu viele Variablen, die die... Oh, da ist sie aber geflogen, die Alte. So, hier ist auch wichtig zu wissen, man kann hier durch diese Zäune schießen. Warum auch immer, das funktioniert. Man kann durch die Zäune schießen. Auf den Boden, aber so schießen, dass sie nicht dieses Krümm macht, weil dann verbraucht sie doch immer noch ein bisschen Zeit. Wir müssen warten, bis der zweite auch da ist. Und dann ist hier ein Zombie im Auto. Ich weiß immer nicht, ob der lebt, der eine Typ hier vorne. Deswegen schieße ich da immer noch mal gerne mit. Und wegen dem einen Hund einmal kurz vorne rechts an die Straße, weil er meistens immer da steht. Wenn ihr Dokumentenhunter seid, also Filehunter, und ihr braucht diese ganzen Dokumente, dann geht ihr jetzt nicht wie ich nach links gleich rein und triggert da diesen Weg mit dem Typen, sondern ihr geht nochmal hier nach oben und oben Hallo? Im Bad ist ein Dokument. Ich mit Sherry findet ihr selber hier auch zwei Dokumente. Nur mal so. So, und jetzt kommt hier der Dicke um die Ecke, nicht erschrecken, weil er so hübsch aussieht. Der wird ja durchbohrt von dem Vieh. Hier könnte man auch noch ein Dokument aufheben. Hier gibt es noch überall ein bisschen was und dann geht's hier runter in den Keller. In den Sex-Dungeon. Vom Polizeichef. Sherry? So, und jetzt kommt Mr. Sherry, X. Wo bist du? Sherry? Ich so, bin jetzt da. Kommt Mr. X, wenn wir hier rumgehen. Wir lassen Sherry schön hinten, ne, weil sie soll als erstes sterben, nicht wir. Er ist direkt hinter dir. Das stimmt aber nicht, der ist hinter dir. So, und jetzt triggern wir hier in den... sofort die Animation, dass der Typ kommt. Dann werden wir so ein bisschen schwummerig. Dann hängt sie so mit ihrem Gesicht vor uns. Ja, Claire! So, hier brauchen wir nicht rein. Hier einfach runter. Schwubbidi-bub. Hopp. Sherry? Kannst du mich hören? Sherry! So, ab in die Scheiße.
Jetzt riechst du wie Scheiße. In der Tat, riechst du wie Scheiße. Hier gibt es zum Beispiel auch einen guten Trick. Beim Leon-Durchgang ist hier so ein Vieh. Und wenn ihr da schnell durchkommen wollt, das Ding ist ja so unten so ein bisschen versteckt, dann schießt ihr einfach nur auf das Tier, auf das Vieh. Okay? Dann kommt es hoch und in der Animation, wie es hochkommt, könnt ihr einfach an dem Vieh vorbeilaufen. Das war's dann. Da spart man auch sehr viel Zeit. Also ich teste das A-Szenario schon aus, aber zu A gibt es halt einfach zu viel. Ne, das ist das, was ich meinte hier. Diese Zombies sind bei Leon zum Beispiel nicht da. Bevor er die Boden berührt, die Alte. Hier können wir jetzt erstmal verstauen. Mehr brauchen wir hier nicht. Und dann ist das eigentlich hier gleich wie mit Leon auch. Hier die Dings runterlassen. Hinten in die Kacke gehen. Ah ja, und wer zurück ins Polizeirevier will, weil er die Wege manchmal nicht findet, dem werde ich dazu auch nochmal ein Video machen. Wie kommt man zurück von der Kanalisation ins Polizeirevier? Habe ich auch schon viele gesehen, die daran verzweifeln. Auch englischsprachige Leute, die sagen, ich finde den Weg einfach nicht. Der Weg ist eigentlich ziemlich simpel. Den kriegt ihr nämlich freigespielt mit dem Facility-Schlüssel. Und zeige ich euch mal gleich, wo das ist. Der ist auch ziemlich gut versteckt. Knock, knock, open up the door. Do not stop, pop up. Sterbt, ihr Unholde. So, hier einmal aufmachen. Wir könnten auch normalerweise erst da vorne hingehen und den einen Stecker holen. Aber ob wir das jetzt so rum oder so rum machen, es spielt keine Rolle. So. Hier vorne hängt der Facility-Schlüssel an der Wand da. Den könnt ihr nehmen. Und wenn ihr dann hochgeht, gibt es einen Weg, den ihr aufschließen könnt. Der ist hinten rum, zeige ich euch gleich einmal. Und von da aus kommt ihr dann auch tatsächlich zurück zu eurem gewünschten Ort. Jetzt mache ich gleich in diesem Run einmal eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Ich versuche sie trotzdem. Das ist dieser Random-Faktor, den ich meine. Manchmal ist der Zombie nämlich noch am Liegen und nicht am Aufstehen. Und manchmal ist er halt einfach schon da. Und man kriegt von ihm fast die Dings in die Fresse gehauen. Das ist immer das, was ich meinte. Mit diesen... Ne, wir müssten doch alle Viecher töten, die auf unserem Weg sind. Weil halt genau sowas passiert. So. Dann einmal hier den King einsetzen. Hier, ich habe keine Ahnung, woher der kommt. Manchmal, wenn man hier runterfällt, spawnt hier hinten noch ein Zombie. Aber den haben wir jetzt getötet. Aber der ist manchmal einmal da, den sehe ich manchmal gar nicht. Hier kommt die Queen wieder rein. Dann gehen wir hier gleich durch das Tor, setzen hier den King ein. Das sind auch nur King- und Queen-Stecker hier. Wenn ihr die Waffe haben wollt, ne, hättet ihr hier vorne das so lassen sollen, damit ihr da durchkommt und dann vorne an die Gun. Die Waffe braucht ihr nämlich für den einen Boss, der auf diesem, wo man in dem Container ins Gesicht haut. Da braucht man die Waffe, da ist die ganz gut, wenn ihr den Speedrun so macht. Wie gesagt, ich mache das so. Ich versuche das erste Mal jetzt einen Move, also ob ich den jetzt auch smarten kann. Mal gucken, ob das geht, ohne da zu schießen. Natürlich kann das übelst in die Hose gehen. Ne, ich mach das nicht. Mach das nicht. Normalerweise kann man da vorne kurz hochgehen und dann runter, aber der Zombie steht da schon. Deswegen mache ich das jetzt nicht.
Nicht, dass er mich dann grabbt. Hier ist dieser Facility-Schlüssel, den ihr braucht gleich. Wo ich hingehe, zeige ich euch. Jetzt gehen wir hier nämlich einfach rüber. Seht ihr? Weil hier waren diese Zombies. Die kann man nicht einfach so avoiden. Hier wichtig noch zu wissen, einmal zurückgehen, Granate mitnehmen. Ist sehr wichtig. Kann man immer mal gebrauchen. Ne? Es gibt immer mal so ein RNG-Shit, wo so ein Vieh kommt und euch grabbt. Den kann man zum Beispiel normalerweise ignorieren. Manchmal ist er aber auch extrem random-mäßig drauf. Also ich habe schon echt Speedruns gesehen, die an gescheitert sind, an irgendwelche Kleinigkeiten. Bisschen ärgerlich. So. Hier hoch. Hier vorne liegt ein Zombie. Hier die Tür aufmachen, dann holen wir den Stecker und dann gehen wir gleich wieder zurück. Hier vorne. Da vorne kommt man ins, und nach unten wieder, in den Keller. Also ins Polizeirevier zurück. Der eine Weg, der da war. Dafür braucht ihr aber diesen Facility-Schlüssel. Und dann ist da ein Regal, das kann man zur Seite schieben, nach links. Und da ist ein Fahrstuhl versteckt. Und da kommt ihr dann auch hin. Ihr müsst ja beim PC diese... Ich weiß nicht, ob ihr das alles schon gehabt habt, aber die meisten können ja mal schreiben, ob sie das schon wissen oder nicht. Es gibt ja diese Chip-Karte, diesen USB-Stick aus so einem Polizeirevier-Stecker. Wenn ihr den nimmt, zum Beispiel, den braucht ihr halt, um dort reinzukommen. Also um dort dieses Waffen-Upgrade für Matilda zu bekommen. So, jetzt sind wir hier schon fast durch, wieder. Es ist gar nicht mehr viel. Und hier, die Steckerverbindung müsste im Szenario B eigentlich genau gleich sein. Das werden wir jetzt aber gleich nochmal rausfinden, indem wir den Stecker hier nehmen. Den Stecker hier nehmen. So, und dann wird hier nämlich das Pferd eingesetzt. Hier vorne kommt der Turm rein. Gegenüber des Pferdes wird dann der König platziert. Wo ist er? Da ist der König. Der Läufer kommt in die Mitte. Und die Queen kommt ganz am Ende. Und dann müsste sich Sesam öffne dich machen, die Tür. Ja. Ziemlich genau das gleiche. Bei Leon ist es auch genau der gleiche Puzzle-Trick. Hier. Okay, Sherry. Bin auf dem Weg. Und hier ist jetzt tatsächlich nicht mehr viel. Kann man beim Vorbeilaufen einfach mal mitnehmen. Kostet nichts. Das sind einfach die ersten, also die letzten drei hoch. Und dann gibt es hier einen Trick. Wenn jetzt hier hinläuft, kommt er hier durch. Wenn ihr euch hier hinstellt, triggert ihr die Hand hier vorne und könnt die Hand dann so lange beschießen, dass er dann hier gleich durch die Tür kommt. Dadurch spart ihr immens viel Zeit, weil ihr hier im Raum nicht ausweichen müsst gegen dieses Vieh und dadurch einfach ultra, ultra Zeit gespart wird. Weil normalerweise würde er 4, 5, 6 Mal durch diese Wand hauen. Hier kann er euch nicht erwischen, hier haut er gleich zu, aber ihr seid in so einer Animation und springt hier runter. Deswegen hittet er da daneben. Deswegen einfach durchlaufen. Dann jumpt er runter. Da macht er dann auch mal so eine Animation und zeigt, was für ein toller Hecht er ist. Und dann müsst ihr ihn hier, wenn ihr es schafft, mit dieser Elektrowaffe und so, könnt ihr ihn eigentlich in Schach halten. So, das zweite Mal runter. Wenn ihr es schafft, ihn einmal so in die Knie zu zwingen und dann kommt dieses Teil hier wieder, dann stirbt er. Dann stirbt er beim ersten Mal. Und hält sich nicht noch fest. Weil normalerweise hält er sich nochmal fest und dann müsst ihr nochmal gegen ihn kämpfen. So kriegt ihr ihn einmal in die Knie gezwungen und dann... Und das geht, wenn ihr da genug Munition dabei habt, dann geht das. Jetzt kommt das schon mit denen ins Labor gehen und das Labor wird das schnellste sein. Der Weg ist dann nur noch 10 Minuten. Also wir sind 10 Minuten vorm Schluss ungefähr.
So, wir müssen jetzt Cherry rausbringen. Wichtig ist hier rechts schön echt an der Kante rumlaufen. Dann hier hoch. Und dann geht's oben im Labor einfach nach rechts. Moment. Und im Labor brauchen wir halt nicht viel, ne? Das ist halt das Gute. Die Seilbahn öffnen wir halt mit Cherry ihr Armband. Mit Leon ist es halt so, dass Ada das findet in diesem Brandofen, in den sie eingesperrt wird. Halt durch, Cherry. Du wirst schon wieder. Und das Problem ist halt bei Resident Evil 2, muss ich ehrlich sagen, dem alten von 98, ist es einfacher, Zombies auszuweichen zum Beispiel, weil die haben nicht diese komischen Animationen wie hier in dem Teil. Hier in dem Teil chasen die einen echt nach. Also es gibt auch in Resident Evil diese Animation, dass der so nach vorne hecht einmal kurz, aber das ist extrem selten der Fall. Bis gar nicht. So, und das ist halt, ne? Das ist das, was ich immer meinte mit diesem random Shit. Das ist immer dieser random Shit, den man nicht kalkulieren kann. Das ist immer das Ding, was ich meinte. Kannst es nicht kalkulieren, es geht einfach nicht. Die kleine Stöhnemaus. So, und die Türcodes zum Beispiel für diese ganzen Sachen da, um diese Alien-Türe da zu öffnen, ist auch das gleiche. Ich wollte in ihren Ausschnitt gucken. Das macht mir so Spaß. So, dann gehen wir hier links vorne rein. Und hier im Labor gibt es eine Sache, die man halt übelst avoiden kann. So. Gut. Let's go. Hier gibt es halt eine Sache, wo du halt echt geil avoiden kannst. Also ausweichen kannst. Ne, hier vorne rechts ist Munition normalerweise bei Zombies, wenn man das mitnehmen möchte. Na, das meine ich. Der steht jetzt auf einmal. Die schlabbert hier nämlich. Und hier könnte man halt durch. So. Und das ist halt das Problem. Bumm macht's jetzt. Na, wann macht's Bumm? Naja, dann nicht. So. Und hier gibt es einen Zombie, den man nicht ausweichen kann. Dem sollte man auch tunlichst die Beine wegballern, wenn man mit normaler Pistole hier ist. Hier kommt man nie wieder zurück. Außer ihr braucht natürlich den Aufsatz für die Elektronikwaffe, der ist hinten im Schrank. Ne, aber sonst kommt die hier nie wieder her. Und für Leon ist da hinten im Schrank der Aufsatz für den Flammenwerfer, dass ihr Munition spart beim Schießen. Ist ziemlich wichtig eigentlich zu wissen, wenn man dann gegen den Boss fightet zum Beispiel. Hier ist einfach mit dem Labor, weil wir hier diese, ne, hier kriegen wir dieses Messgerät. Und das ist halt das, was ich meinte. Das macht das B, den B-Run so easy. Das macht den B-Run so easy. Dieses, weil das Gerät dort liegt. Und hier sind halt auch zwei Sachen, wo man einfach längs muss. Und das sind halt diese Licker oder diese Zombies in dem Raum. Und die musst du halt töten. Weil einfach die Zombies sind nicht so wichtig zu töten. Die kann man umbringen, wenn sie noch am Boden liegen und noch nicht aufgestanden sind, alle einzeln. Ne? Wenn man jetzt mit Leon zum Beispiel läuft. Leon ist der einfachere Part, weil er die bessere Waffen hat. Also die Schrotflinte. Da kann man den Zombies den Schädel wegschießen. Und den Lickern könnte man ausweichen, indem man locker durch diese Türen geht. Aber das ist halt auch wieder random. Ne, ob der Licker jetzt hinterher rennt und schlägt oder ob er springt und trifft. Und das ist einfach so ein... Wie soll man das sagen? Das ist halt so ein... Das ist eine 50-50-Chance, ob er das macht oder nicht. Und diesen Move... Hier ist auch mies mit Claire zum Beispiel. Hier gibt es auch so einen miesen Move, den man haben kann. So, das ist der erste Code, den wir brauchen. Und dann brauchen wir einmal noch den Code für, das ist dieser Unterstrich, wo ist er? Unterstrich, Doppelpunkt, bam, bam. Könnte ich auch alles schneller machen, ne, aber ihr wisst ja. So, dann holen wir hier das Zeug raus. Das hasse ich auch, dass man das nicht wegdrücken kann, dieses das nervt übertrieben. So. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe
Das eine Dings nicht aufgemacht, aber eigentlich müsste das trotzdem gehen. Wo ist es? Da. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. So, einmal hier rein. Ich habe diese Kombination normalerweise, wo man das schneller schafft. Aber habe ich jetzt gerade nicht. Normalerweise muss man da nur eine bestimmte Kombination eingeben und dann hat man das schon fertig. Jetzt muss ich hier doppelte Arbeit leisten, weil ich das eine halt falsch gemacht habe. Das ist dann auch... Fuck, man, das mit dem Drücken, manchmal funktioniert das nicht. Ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich dann sage, okay, da kann man auch mehr Zeit sparen, zum Beispiel. So. Guck mal, das, ich habe nach links gedrückt, aber er aktiviert das nicht. Und da spart man dann auch manchmal ein bisschen wenig. Hier nochmal tauschen, so, dann haben wir das. Es muss halt zweimal das aufgefüllt werden. Normalerweise kann man das in 8 Zügen hier schaffen. Nur ich habe das gerade nicht offen. Ich habe ja einen zweiten Bildschirm, da ist das einmal noch offen. Das Ding, weil das habe ich zu selten gemacht. Die anderen Einhörner-Sachen und das, diesen Schaltkreis und diese Codes, da kenne ich jetzt auswendig, weil das habe ich einfach 1 Million Mal gemacht. Aber es gibt halt Sachen, kann man sich nicht alle merken, Leute. Auch bei ihm immer ganz gefährlich. Wenn die Dinge eingreifen und man hat keine Abwehrwaffe dabei, ist man tot. Deswegen, die, wenn ihr die wirklich ausweichen könnt, gut für euch. Aber riskiert nicht zu viel, wenn ihr in einem Run seid, wo ihr schnell sein möchtet. Weil das wäre echt ärgerlich, wenn das nicht klappt. Weil das Vieh halt euch... da abfuckt, ne? So, das ist eigentlich ziemlich einfach. Diese ganzen Sachen zu machen sind eigentlich ziemlich einfach. Die Kombi müsst ihr euch auch nicht ausschreiben. Das geht eigentlich mit Tasten hoch, Tasten rechts. Ziemlich easy. Kann man sich eigentlich merken. So, jetzt kommen hier die Licker. Hier kommt nochmal einer raus. Der ist dann tot. Und hier ist einfach nur noch ins Labor laufen, Freeze machen. Das Serum machen, den Schlüssel holen. Zurück zu Sherry. Ne? Und dann ist man hier schon fast durch. Hätte mein Trenchcoat. Ja, den Parker hättest du echt einpacken sollen. Ach ja, ihr Parker. So. Und dann die Lösungsmenge, die wir haben, da rein. Das Band holen und dann geht's wieder zurück. Und mit Claire... Sag ich euch gleich, gibt es hier eine abgewichste Stelle. Da seid ihr sofort tot. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht bei Leon drin ist, aber bei Claire echt übermies. Übermies, sag ich euch nur. Zeig ich euch gleich. Der Move kommt nämlich gleich. Das ist der übelste Bitch-Move von Capcom. Dass sie das bei Claire eingebaut haben, aber nicht bei Leon. Das ist echt krass. Seht ihr das auch eben? Ich bin eben rechts gegen die Wand gelaufen, weil manchmal... bin ich schon ein bisschen woanders und mache dann einen falschen Move und der kostet mich dann halt einfach immer ein paar Sekunden. So, hier, wichtig, wenn ihr dieses Mittel reinpackt jetzt und dann holen wir den Schlüssel und kommen wieder zurück, dann ist hier vorne hinter der Tür ein Gegner. Der grabbt euch sofort und ihr seid tot. Ohne irgendeine Reaktionszeit. Ne? Ihr seid sofort tot, wenn ihr da durchgeht und ein bisschen geradeaus läuft, dann seid ihr tot. So, dann, der tötet euch sofort. So, und da müsst ihr dann halt... Ne, das weiß halt einfach nicht jeder. Das ist so mies. Diese Aktion ist einfach mies, da sie bei Claire vorhanden ist. RNG-mäßig ist es auch so, dass er manchmal schon hinter der Tür steht... Also richtig nah hinter der Tür und euch sofort grabt, wenn ihr die Tür aufmacht. Und ihr könnt gar nichts gegen diese Animation tun. Außer ihr habt eine Abwehrwaffe dabei. Und das ist halt echt mies. Es ist richtig mies.
Weil wie will man das avoiden? Das geht gar nicht. Krasser Bitch-Move. Capcom. Krasser Bitch-Move. So, und jetzt gehen wir nur noch rüber. Jetzt kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Und dann sind wir durch. Also wir müssen hier rüber, hier einmal aufmachen. Ne, ich habe wieder ein, zwei kleine Patzer gemacht in dem Dings, in dem Move. Es ist immer noch nicht perfekt. Aber das ist halt schwierig, auch wenn man jetzt zum Beispiel spielt und dann dabei spricht und sowas. Ist nicht ganz einfach. Aber ich versuche immer euch, ne, ihr, den Zuschauern, alles zu erklären. Also wirklich zu erklären, wie es geht, wie ich es gemacht habe, warum ich so gemacht habe. So, hier ist jetzt einmal Strom. Ne, müssen wir anmachen. Ist AWS. Einmal untersuchen. Dann gehen wir auf AWS. Dann führen wir die Linien hier so hin. Und dann machen wir mit den Pfeilen hoch und dann war es das schon. Also, wer da immer noch Hilfe braucht, keine Ahnung, ist halt übertrieben dämlich dann. Weil das muss man nicht ausschreiben, das weiß man einfach. So, das Ding brauchen wir nie wieder. Wir holen jetzt hier einfach das Antivirus. Müssen dann zu Sherry zurück. Hier auch der Kampf gegen den alten Sack ist auch... Manchmal braucht man für den richtig viele Raketenwerferschüsse und manchmal kriegt man den halt einfach sofort tot. Das ist auch immer so dieser random Shit. Das war ja. So, und sie hat das hier, schon aufgemacht und im Leon-Run ist das Ding schon offen und dann sagt er, ja, das war ja einfach. Und da kommt ja hier die Ärztin. Klasse. So, da müsst ihr einmal an ihm vorbeilaufen. Bei Leon seid ihr vorne eingesperrt, bei ihr steht ihr hier vorne. Hier vorne bei ihr und bei Leon steht ihr da. Ne. Ist halt auch... Es ist auch manchmal so... Manchmal greift er halt Sachen, manchmal nicht. Aber den richtigen Fight gegen ihn mit Waffen, mit normalen Waffen muss ich nochmal machen, weil da gibt es eine Herausforderung. Jedes Mal, wenn er was grabt, muss ich es schaffen, das aufzuhalten. Dann gibt es nämlich auch eine Herausforderung, die man machen kann. Ich habe noch ein paar Herausforderungen. Ich glaube noch 9 Stück, also in-game. Bei Steam habe ich alles fertig. Da habe ich 100 von 100. Ich habe dieses Spiel bis zum Erbrechen gezockt jetzt. Und... Ich will nur noch die Ingame-Herausforderung alle haben, weil dann kriegt man diese Art, ne, diese Zeichnung und so, was da alles passiert ist. So, jetzt ist die Mutter halt hier, die stirbt jetzt halt, weil sie halt von dem Kampf mit Leon halt Dings ist. Jetzt fragt sie, ob sie schneller laufen kann und dann gehen wir schon zurück. Eine Sache hier bei Dings stört mich halt auch noch, es gibt hier eine Ecke, da muss Sherry schnell in so ein Fenster kriechen, das nimmt auch Unmengen an Zeit weg. Das nervt halt hart ab. Und diese Tür geht manchmal auch nicht zu. Sofort. Aber das dauert halt auch alles immer so lange. Der Zeitdings müsste jetzt gleich kommen. Sherry ist so süß in dem... Sherry haben sie echt süß gemacht. Aber im zweiten Teil sieht sie ja auch schon... Im ersten normalen Teil sieht sie ja auch schon... Nein! Nein, 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 nein! Alter, dieses Windows-Ding, weil ich Shift drücke. Digga! Ich raste aus, Mann. Zum Glück hat das Spiel pausiert, sonst hätte ich jetzt da fast eine Minute Zeit verloren, weil ich da so dämlich rumstand. So, jetzt müssen wir hier nämlich nicht mehr schießen.
Und wir können hier durchlaufen. Und den einen hier können wir avoiden, dann laufen wir einfach vorbei, weil so schnell steht er nicht auf, dass er uns grabben kann. Und Sherry grabbt er eh nicht. Auf die Kleine hat er keinen Bock. Er will einen Erwachsenen. Ein Adult will er haben. Ha, der kleine Perverse. Ba, 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 ba. So, komm, Baby. Let's go. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Warte. So, hier kann ich nur warten. Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Oh Gott, Alter. Kannst du nicht schneller gehen? Der ist doch runtergefallen. Hier fällt jetzt einer runter. Und dann kommt da vorne noch einer. Mit Säuregranaten, wenn ihr hier seid und normal spielt, reicht das. Eine Säuregranate und das Ding ist tot. Oder sagen wir so, er bleibt am Boden liegen. Go, Sherry. Die Zeit läuft, Bitch. Bei 45 macht sie hier die Tür auf. Geh weg! Gut gemacht, Sherry. Ja, gut gemacht. Wir sind ein gutes Team, Sherry. Genau bei 45 macht sie das auch. Flieg und sieh, Kollege. Genau bei 8:45 macht sie das Sherry, auch. Sherry, hältst du durch? Bin direkt hinter dir. Bin direkt hinter dir. Gut. Ich glaube, wir sind hier fast raus. Hier am besten rechts rumlaufen. Versuchen wir es. Weil wir hier schneller in die Bahn reinkommen, als wenn wir an der anderen Seite rumlaufen. Wenn wir links rumlaufen, dann müsst ihr die Bahn einmal komplett wie solche Mongo Boys umlaufen. Und das kostet halt ultra viel Zeit. Hier triggern wir das Video. Dann geht's hier links wieder raus. Dann machen wir das hier rein. Bin ich gerne zu Pussys. So. Go. So, raus hier. Hopp, hopp, hopp. Jetzt kommt nochmal eine Annie. Der schluckt, der Alte. Meine Fresse. Der nimmt aber auch im Mund, Alter. Der nimmt aber auch im Mund. Der nimmt aber. Ich habe auch zwei, dreimal daneben geschossen. Auch wieder schlecht. Sehr schlecht. Da kommt der Alte nochmal. Der hat recht, richtig Bock, ne? Der will halt ordentlich im Mund haben. Er kommt knapp bis zu uns nach vorne und dann ist Schluss. Kommt einmal das Auge gleich und dann... Gottes Willen. Geschafft. Oh, fuck. Oh, ich hätte fast... Oh, ich will es unter einer Stunde schaffen. Oh Mann, ich habe zwei kleine Fehler gemacht. Es ist so ärgerlich. Ich hätte es in 59 Minuten geschafft. 17 fucking Sekunden. Weil ich einfach... Das Würfelspiel... Hätten wir das Würfelspiel schneller gemacht, ich muss das im B-Szenario mal, ich muss da nochmal hinspielen und das auswendig lernen, dann wird das klappen, dass man das unter einer Stunde schafft. Ich will das unter einer Stunde schaffen. Es ist kein Gekunst, sag ich ehrlich, mit den unendlich Waffen, ja. Aber man muss schon ein bisschen was auswendig lernen. Mit den normalen Waffen kann man das aber auch schaffen in ungefähr einer Stunde... 2 Minuten oder so. Das geht auch. Also, das ist ganz klar. Man muss halt nur die Wege so koordinieren, dass man hier und da mal was aufhebt, den Rest lässt man aus und dass man genug Munition für Bosse hat und bei den Zombies nicht so viel wastet. Aber wir haben es in einer Stunde geschafft. Und 17 Sekunden.
Das ist doch schon mal besser als das letzte Mal mit dem B-Szenario von Leon. Da war eine Stunde und drei Minuten, ne? Und das ist halt ein fucking S-Run. So, S ist S. Wenn wir jetzt die unendliche Munition nicht benutzen, dann gibt es halt... Und wir haben sogar ein Konzept gekriegt wieder. Bonis. Wir haben wieder irgendwas geschafft. Keine Ahnung was, aber wir haben irgendwas geschafft. Ein Konzept. Ah, guck mal, das ist 1, 2, 3, 4, 5 sind es nur noch. Und dann sind wir damit nämlich auch schon durch. Zum Glück. Das gab das Konzept. Art. Ja. Und das war's für mich. Ja, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, die Herausforderung hier muss ich noch machen. Das bedeutet einmal hier mit der Mac. Ich habe, als ich Claire durchgespielt habe, normal habe ich die Mac gar nicht gehabt. Die Magnum. Also die Mac. Ich glaube, das ist die Uzi. Ne? Figur kriegt man Lightning Hawk, deswegen es muss für Claire sein. Das ist die Uzi. Und dann hier voll aufs Auge. Brauche ich noch. Weg damit. Keine Ahnung, was die beiden sind. Und runter mit dir habe ich jetzt gekriegt. Schieß den G Phase 4 von der Wand. So. Ne, das fehlt mir halt noch. Das ist es halt so. Und das will ich halt noch machen. Dann öffnen Sie die elektronische Tür im Privatsammlungszimmer in 7 Zügen. Claire-Kampagne. Also dieses, ne, wo man diesen Strom macht. In der Privatsammelzimmer. Und das ist, glaube ich, aber auch Szenario A bezogen. Weil hier hatten wir das eben gemacht und ich glaube, das waren 7 Züge. Da hatte ich einen Fehler, genau. Da hatte ich einen Fehler. Dadurch sind es 8 Züge geworden. Deswegen verkackt. Ja. Und das hier ist auch Chemiker Leon oder Claire Kampagne 8 Züge, die Kartusche mit den Medikamenten. Das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, wo das geht. Und das war es eigentlich, ja. Danke fürs Zusehen. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben jetzt genau eine Stunde gebraucht fürs zweite Mal durchspielen auf normal. Hier wird natürlich nur der, den ich damals gemacht hatte, das war halt 1.59 S+. Ich weiß gar nicht, ob man das nochmal verbessern kann. Das war mein allererster Durchgang. Der war aber auch schon schnell, 5.13. Trotzdem will ich nicht mehr lange reden. Das war der B-Run, wurde sich gewünscht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.